Vergesst nicht, dass ihr Königskinder seid. Der Satz, der mich so berührt hat, ich habe ihn vor gut 30 Jahren in meinem Vikariat in Grafrath gehört. Gesprochen hat ihn meine damalige Ausbildungspfarrerin Elke Rehse. Es war der Schlusssatz einer Konfirmationspredigt. Und als ich ihn hörte, wurde mir unwahrscheinlich warm ums Herz. Ich fand es so schön, dass Pfarrerin Rehse den jungen Leuten diesen Satz mit auf ihren Weg gegeben hat. Vergesst nicht, dass ihr Königskinder seid. Ich habe ihn mein ganzes Pfarrerleben über nie vergessen und in gewisser Hinsicht könnte ich sagen, er ist so etwas wie ein Mantra, wie ein Motto meiner Pfarrerexistenz geworden. Bald fiel mir dazu ein, dass es eine alte Geschichte gibt, die Christen in Syrien in der Antike schon erzählt haben, das Märchen vom sogenannten Perlenlied. Und weil heute Samstag ist und weil Sie vielleicht ein bisschen mehr Zeit gebracht haben als an den anderen Tagen, möchte ich Ihnen diese Geschichte, dieses Märchen in meiner Fassung erzählen. Vor langer, langer Zeit lebte in Malkilien einmal ein König. Der Palast des Königs war erbaut auf einem Hügel über seiner Hauptstadt am Hafen. Und die Mauern, Türme und Zinnen dieses Palastes waren über und über besetzt mit den wunderbarsten Edelsteinen. Smaragde, Saphire, Opale. Und wenn das Abendlicht über die Hauptstadt von Malkilien seine Wärme streute, dann funkelten die Mauern, Zinnen und Paläste dieses Palastes in allen Farben. In diesem Palast wohnte der König und natürlich auch seine Frau, die Königin. In diesem Palast wohnten unzählig viele Minister, Zofen, Diener, Kammerherren. Und in diesem Palast wohnte auch das Kind des Königs, der Prinz. Dieser Prinz muss ein besonders fröhliches Kind gewesen sein. Man erzählt sich, wenn König und Königin mit ihrem Hofstab über den schweren Problemen des Landes brüteten und man hörte dann durch ein offenes Fenster das helle, klare Lachen des Prinzen, dann fiel ihnen oft, wie von selbst, eine gute Lösung ein. So wuchs der Prinz in dem Palast heran. Und als er schon fast erwachsen war, da rief ihn eines Tages sein Vater, der König, zu sich. Und er sagte, mein Kind, du bist jetzt schon fast erwachsen und deshalb habe ich eine wichtige Aufgabe für dich. Du sollst über das weite Meer hinüberfahren nach Eurasien. Dort steigst du ins Gebirge und unterhalb des höchsten Gipfels in einer Höhle wirst du eine Perle finden von so großer Schönheit, Klarheit und Reinheit, wie es auf der Welt nicht noch einmal eine gibt. Die sollst du nach Hause bringen, denn erst wenn sie die höchste Spitze des Palastes krönt, wird der vollendet sein. Mein Vater, ich bin natürlich dazu bereit, sagte der Prinz, der sich geehrt und unwahrscheinlich erwachsen fühlte. Und schon für den nächsten Tag wurde die Abfahrt des Prinzen geplant. Er konnte natürlich in der Nacht vor Aufregung kaum schlafen. Erst gegen Morgengrauen verfiel er in einen kurzen Schlaf, aber da weckte ihn schon sein Diener, streifte ihn seinen purpurroten Prinzenmantel über, setzte ihm die Prinzenkrone auf das Haupt und führte ihn hinunter zum Hafen. Über einen Steg betrat der Prinz das Staatsschiff. Der Kapitän empfing ihn. Mein Prinz, die ganze Mannschaft ist angetreten, um Sie wohlbehalten über das weite Meer nach Eurasien zu bringen. Überall am Hafen winken und Jubel und mit guten Winden lief das Schiff hinaus in das offene Meer. Der Prinz liebte es, bei der Fahrt vorne am Bug des Schiffes zu sitzen. Er sah gerne nach unten, wie der Kiel das Wasser zerschnitt und in weißer Gischt nach rechts und links wieder zurückwarf. Er beobachtete die Matrosen bei ihrer Arbeit, aber mit der Zeit
wurde ihm langweilig. Und darum ging er eines Tages zum Kapitän und sagte: Kapitän, ich bin doch schon erwachsen. Und ich möchte genauso wie die anderen Männer hier an Bord meinen Beitrag zur Fahrt leisten. Bitte, lass mich doch auch wie die anderen die Segel setzen und wieder einholen, das Ankertau einholen und wieder nach unten lassen und überall am Schiff mithelfen. Mein Prinz, sagte der Kapitän, das kannst du natürlich tun, aber dann musst du deinen purpurroten Prinzenmantel ablegen, der könnte ja beschmutzt oder zerrissen werden. Und du musst deine Prinzenkrone absetzen, es könnte ja ein Zacken aus ihr herausbrechen bei der schweren Arbeit. Das will ich gerne tun, sagte der Prinz, setzte seine Krone ab, wickelte sie vorsichtig in den Purpurmantel an, verstaute beides in seiner Kajüte unter seiner Schlafstätte. Was war er stolz, als er das blaue Gewand der Matrosen trug und überall mit anpackte. Abends schaute er stolz auf seine Hände, in denen sich die ersten Schwielen abzeichneten. Und er hatte nur noch ganz wenig Zeit, vorne am Bug des Schiffes zu sitzen, nach unten zu schauen, und er versuchte sich zu erinnern an seinen Vater, den König, an seine Mutter, die Königin, an das Glänzen des Palastes in der Abendsonne und an seine Aufgabe, die Perle zu holen. Da geschah mit jedem Tag der Überfahrt etwas Seltsames. Umso weiter die Fahrt ging, umso mehr vergaß der Prinz. Mein Vater, fragte er sich, ist er groß und stattlich und schaut eher streng oder klein und ein bisschen dick und gütig? Der Palast, steht er ganz oben auf dem Hügel oder ist er unten direkt an den Gestaden des Meeres? Und meine Aufgabe, was ist meine Aufgabe nochmal? Ich soll irgendetwas holen, überlegte der Prinz, aber mit jedem Tag wurde seine Erinnerung weniger. Eines Tages hatte er alles vergessen. Seinen Vater, den König, seine Mutter, die Königin, den Palast in seinem wunderbaren Funkeln, seine Aufgabe, die Perle zu holen und wer er selber war, dass er ein Königskind ist. An diesem Tag erscholl von oben von der Mastspitze ein Ruf: Land in Sicht! Land in Sicht! Und nach wenigen Stunden lief das Schiff in den größten Hafen Eurasiens an. Alle Matrosen gingen von Bord und suchten sich irgendwo am Hafen eine Unterkunft und auch irgendeine Arbeit. So machte es auch der Prinz, der vergessen hatte, dass er ein Königskind war. »Ich bin ein einfacher Hafenarbeiter, ein einfacher Matrose«, sagte er. »Gibt es hier irgendwo einen Platz, an dem ich mein müdes Haupt hinlegen kann? Und gibt es irgendeine Arbeit, die ich tun kann, um ein paar Kröten zu verdienen?« Die Arbeit war bald gefunden, schwere Säcke schleppen, von Schiffen in Lagerhäuser und dann von Lagerhäusern wieder zurück in andere Schiffe, bis einem der Buckel krumm wurde. Und abends gab es einen Schlafsack auf einem Strohsack voller Flöhe. Dort konnte der Prinz sein Haupt hinlegen und vorher saß er meistens noch mit den anderen Hafenarbeitern am Tisch und sie tranken oft zu viel von dem Getränk, das einen alles vergessen lässt. So wäre der Prinz wahrscheinlich sein Leben lang ein einfacher Hafenarbeiter in Eurasien geblieben, wenn nicht eines Tages wieder ein Schiff angekommen wäre, wieder aus Malkidien. Von Bord stieg ein großer, stattlicher Mann, auf seiner Schulter saß ein Adler. Kaum hatte er das Land betreten, sprach er mit lauter, fester Stimme: Ich bin der Sonderbotschafter des Königs von Malkidien und ich bin gekommen, den Prinzen nach Hause zu holen. Prinz, wenn du meine Stimme hörst, erinnere dich an deinen Vater, den König, deine Mutter, die Königin, an den Palast und sein Funkeln in der Abendsonne und an deine Aufgabe, die Perle zu holen. Und erinnere dich daran, wer du bist, ein Königskind.
Mein guter Mann, sagten die Leute am Hafen, wenn du einen Prinzen oder ein Königskind suchst, dann bist du hier am Hafen vollkommen verkehrt. Geh in die Paläste, geh in die vornehmen Häuser unseres Landes. Dort pflegt man hin und wieder auch einmal einen Prinzen zu finden, hier nicht. So machte es der Sonderbotschafter. Er besuchte alle Paläste und alle vornehmen Häuser ganz Eurasiens, aber wir wissen es, den Prinzen fand er dort natürlich nicht. Weil er ein fleißiger und sorgfältiger Sonderbotschafter war, ging er auch in die einfachen Häuser und nach langer Zeit kam er endlich wieder am Hafen an. Am Abend betrat er die Spelunke, in der hinten der Prinz mit seinen Freunden saß und trank, was einen alles vergessen lässt. Der Sonderbotschafter stellte sich in die Tür, den Adler auf der Schulter, und er sagte auch dort seine Botschaft. Ich bin der Sonderbotschafter des Königs von Malkidien. Und ich bin gekommen, den Prinzen nach Hause zu holen. Prinz, wenn du meine Stimme hörst, dann erinnere dich deines Vaters, deiner Mutter, des Palastes, deiner Aufgabe und erinnere dich daran, wer du bist. Ha! Sagte der Prinz und lachte hinten am Tisch. Hier bei uns suchst du ein Königskind. Das wüsste ich aber, wenn es hier ein Königskind gäbe. Schau uns doch an, sagte er, wie uns der Buckel krumm ist von der Plackerei und dem Geschleppe jeden Tag. Hier wirst du ganz sicher kein Königskind finden. Da schaute ihm der Sonderbotschafter tief in die Augen und er sagte, ich habe es gefunden. Du bist das Kind des Königs von Malkidien. Du bist ein Königskind. Ich soll ein Königskind sein, sagte das Königskind, das vergessen hatte, dass es ein Königskind war. Das würde ich ja wohl selber wissen. Und, sagte der Sonderbotschafter, ich kann es dir beweisen. Das Königskind, als es spielte im Garten des Palastes, verletzte sich einmal am Fuß und zurück blieb eine Narbe in der Form einer Krone. In der Form einer Krone, sagte der Prinz. Und er stellte seinen Fuß dreckig von dem Staub der Arbeit auf den Tisch, löste die Bänder seiner Sandalen, spuckte in die Hände und wischte den Dreck ab und erstarrte. Denn auf seinem Fuß zeichnete sich ganz genau die Narbe ab, in der Form einer Krone. Und in diesem Augenblick breitete der Adler auf der Schulter des Sonderbotschafters sein Gefieder aus und auch dort zeichnete sich, wie von Flammen geschrieben, die Kronenform ab. Da ging durch den Prinzen mit einem Mal ein Ruck. Er stand nicht mehr krumm und gebückt, sondern aufrecht und er sprach mit klarer, fester Stimme. Du hast recht, sagte er. Ich bin ein Königskind. Ich habe einen Vater und eine Mutter und ich habe eine Aufgabe. Ich muss die Perle nach Hause bringen. Sonderbotschafter, noch in der Nacht besorgst du uns Maultiere. Wir müssen am nächsten Morgen schon hinaufsteigen ins Gebirge. Die Sonne war noch kaum aufgegangen, als der Prinz mit den Maultieren hinauf ins Gebirge kam. Als es ganz steil wurde, ließ er die Maultiere und den Sonderbotschafter zurück und er kletterte hinauf dem Gipfel entgegen. Als er schon fast dort oben angelangt war, hörte er ein seltsames Schnauben und Fauchen. Er überkletterte einen letzten Felsvorsprung und sah vor sich einen großen grünen Drachen. Aus dessen Nüstern schoss ihm Feuer entgegen und er schnaubte ganz fürchterlich. Das Königshund wollte erst schon zurückzucken, aber dann stellte es sich vor den Drachen hin und es sagte, Drache, ich weiß, wer ich bin. Ich bin das Kind des Königs von Malkidien und ich bin gekommen, die Perle zu holen. Und du jagst mir keine Angst ein. Du wirst mich nicht daran hindern. Da schnaubte der Drache noch einmal
mit seinem Feuer ganz laut auf und dann verfiel er in einen tiefen Schlaf. Der Prinz ging an ihm vorbei und sah den Eingang der Höhle. Die Wände der Höhle waren mit einem wunderbaren grün-blauen Schimmer bedeckt. Das Licht ging aus von einer Perle, die dort in der Mitte der Höhle am Boden lag. Der Prinz nahm sie auf, sah sie an und steckte sie vorsichtig in einen weichen, ledernen Beutel an seinem Gürtel. Dann musste alles ganz schnell gehen. Der Weg zurück aus dem Gebirge hinunter in die Stadt und zum Hafen. Ganz schnell musste das Startschiff bereit gemacht werden und mit guten Winden fuhr es zurück über das weite Meer der Heimat entgegen nach Malkilien. Als das Schiff in den Hafen einlief, da waren alle Mauern und alle Kaie voller Menschen. Sie jubelten und riefen laut: Der Prinz ist zurück, das Königskind ist wieder nach Hause gekommen. Und als der Prinz über den Steg an Land trat, da schlossen ihn seine Mutter, die Königin, und sein Vater, der König, fest in die Arme. Und in der Hauptstadt Malkilien, so erzählt man sich, wurde ein Fest gefeiert, wie es vorher noch nie eines gegeben hat. 7 Tage lang, sagt man, hätte in der ganzen Stadt niemand ein Auge zugetan. Überall, in allen Gässen, auf allen Höfen, auf allen Plätzen wurde getanzt, gekocht, gebraten, getrunken, gefeiert, gelacht und gesungen. Und am letzten Tag, am 7., da kletterte der Prinz hinauf auf den höchsten Turm des Palastes. Er stieg außen am Dach hinauf bis zur Spitze. Er öffnete den weichen Lederbeutel an seiner Seite. Er nahm die wunderbar schimmernde Perle in seine Hand und setzte sie oben auf die Spitze des Turmes. Ihr Licht, wie mit einem wunderbaren Schimmer, verbreitete es sich über das ganze Land Malkilien. Und man sagt, dass es nirgends in Malkilien irgendeinen Ort gibt, von dem man aus nicht irgendwo in der Ferne das Schimmern der Perle sieht. So ist es gut, sagte der Prinz. Denn immer, wenn ich das Schimmern dieser Perle sehe, dann werde ich daran erinnert, wer ich bin. Ich bin ein Königskind. Und das werde ich niemals mehr vergessen. Vergesst nicht, dass ihr Königskinder seid. Was ein Pfarrer zu tun hat, was wir in der Kirche feiern, das ist vielleicht, dass wir diese Perle, dieses Licht am Schimmern halten. Dass Menschen auch in den Irrungen, Wirrungen ihres Lebens immer wieder daran erinnert werden und nicht vergessen sollen, dass sie Gottes Kinder sind, ausgestattet mit einer unverlierbaren Würde. Vielleicht ist es auch eine der Aufgaben, die wir jetzt in dieser Covid-Krise haben. Egal wie sehr diese Krankheit uns beutelt, egal wie sehr unser Leben auch eingeschränkt werden mag, wir sollen nicht vergessen, wer wir sind. Vergesst nicht, dass ihr Königskinder seid.